sofort runter! Du bist wohl verrückt geworden. Ich rufe gleich Dr. Magri. Das darf doch nicht wahr sein. Der ist verrückt geworden. Nicht zu fassen. Schwester Platanier, haben Sie Dr. Magri gesehen? Nein, er wird in seinem Zimmer sein. Was ist passiert? Schwester Platanier, schnell! Ja, ich komme schon. Er ist die Feuertreppe raufgelaufen. Ah, da ist er. Spilo, bleib stehen! Rühr dich nicht von der Stelle! Paolo, versuch's gar nicht erst! Wenn du näher kommst, springe ich! Was ist mit dir los? Bist du verrückt geworden? Ja! Nein, nicht! Wo willst du hin? Spilo, was machst du? Hey, bleib stehen! Spilo! Na los, red schon, sag uns, was passiert ist. Wenn du willst, reden wir darüber, aber komm nicht näher, okay? Sonst... Nein, schon gut. Ich bleib hier stehen, ja? Setz dich hin. Lass uns reden, aber rühr dich nicht. Was sollen wir noch reden? Ich bin hier plötzlich völlig unwichtig. Der Chef hat's für mich entlassen und wieder in die blöde Anstalt schicken. Angela ist weg, du bist hier nachgelaufen und hast mich einfach allein gelassen. Niemand glaubt hier, dass es mir schlecht geht. Du bist ja auch wieder gesund. Ist mir egal, ich will aber hier bleiben. In Ordnung, wir werden eine Lösung finden. Aber jetzt lass diesen Unsinn. Setz dich hin, ich komm dich holen. Nein, bleib da. Ich weiß, dass das nicht von dir abhängt. Ich will mit dem Chefarzt sprechen und du musst dabei sein. Ich hol ihn. Spilo, komm runter. Wir müssen den Lottoschein ausfüllen. Uns fehlen zwei Spiele. Ich kenn dich doch. Du willst mich nur reinlegen. Hey, was hast du vor? Willst du Superman spielen? Du bringst uns alle nur in Schwierigkeiten. Und wer kümmert sich um meine Schwierigkeiten? Ich kümmere mich drum. Ich verpasse dir so eine Tracht Prügel, dass sich hier keiner mehr entlassen wird. Lass den Unsinn. Was soll das, Mimo? Ach, du lieber Himmel. Das geht doch nicht, Spilo. Das ist lebensgefährlich. Komm runter! Aber erst müssen Sie mir was versprechen. Das ist reine Erpressung, kindisch und unakzeptabel. Sag, er soll damit aufhören. Der Chefarzt möchte wissen, was du willst. Ich will hierbleiben, sonst mache ich Radau. Ich schrei so laut, dass alle herkommen. Fernsehen, Zeitung und die Feuerwehr auch. Ich werde allen sagen, wie ihr mit den Kindern umgeht. Ihr werft kranke Kinder auf die Straße. Lenken Sie ihn ab. Was redest du denn da? Du weißt doch, dass das nicht wahr ist. Ja, ich weiß, aber ich schreie trotzdem Hilfe. Ruhe, sei doch still. Wenn das jemand hört, wie stehen wir dann da? Ja, schon gut. Spilo, sag, was du willst. Herr Professor, ja? Wenn er jetzt $1 Million verlangt und einen vollgetankten Hubschrauber, was dann? Bekommt er den dann auch? Das ist doch wohl klar, oder? Nein, nein, kommt nicht in Frage. Jetzt aber schnell zurück in dein Bett. Hopp, hopp, alle in die Betten und keine Widerrede. Ist das klar? Ach, Spilo. Eigentlich wollte er in die ewigen Jagdgründe fliegen, aber dann ist er doch hier gelandet. Jedenfalls ein Erpressungsversuch, der die Glaubwürdigkeit des Krankenhauses gefährden könnte. Aber nein, es war nur eine Kinderei. Natürlich, aber wir haben ohnehin zu wenig Betten. Und die brauchen wir für die Kranken, nicht für irgendwelche Akrobaten. Ich muss jetzt gehen. Ich habe ihm versprochen, dass wir ihn noch 20 Tage hier behalten. Was ist das hier geworden? Eine Familienpension? Na schön, wenn ihr wollt, nehme ich ihn mit zu mir. Willst du bei mir wohnen? Nein! Er will doch nur unsere Zuneigung. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Schon gut, also. Er darf noch 5 Tage bleiben. 15. 7. 10. 10, aber damit ist dann Schluss, ja? Ja. Schön, dass Sie da sind. Sie haben uns gefehlt. Monte Bobby. Trinken wir einen Kaffee? Ja.
Trinkst du nicht? Warum bist du zurückgekommen? Tja, ich habe einfach immer an die Klinik denken müssen. Hältst du es für albern, wenn ich dir sage, dass ich Sehnsucht hatte? Spilo, Susanna, Montebovi, ich habe sie alle schrecklich vermisst, selbst ihre Fehler. Das ist mir aber erst klar geworden, als du abgefahren warst. Na, dann war mein Besuch doch wenigstens nicht ganz vergeblich. Paolo, ich hätte lieber in aller Ruhe mit dir gesprochen. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Besser gesagt, ich und er. Oh, oder sie, wer weiß. Wir haben sie getroffen. Unser Gespräch in Heidelberg hat mir sehr geholfen. Ich wollte mich der Realität einfach nicht stellen. Ich hatte mich in allerlei Kompromisse geflüchtet, in Ungewissheiten. Aber du wolltest ein klares Ja oder Nein. Und du hattest recht. Herr Doktor, entschuldigen Sie, aber in der Aufnahme ist ein Mädchen mit einer stark blutenden Verletzung an der Lippe. Sag, du hättest mich nicht gefunden. Ruf Beppe, ja? Aber der hat mich selbst hergeschickt. Er kümmert sich gerade um einen anderen Fall. Er kann nicht weg. Und dieses Mädchen verliert eine Menge Blut. Nein, 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 ich habe Angst. Nein, lasst mich. Ich will nicht. Doch, Liebling, nein, es muss sein. Also bitte, Julia, nein, Schluss jetzt. Nein, nein, Mama. Es reicht, nein, Liebling, bitte hör auf. Nein. Sei ruhig. Es ist gleich vorbei, du wirst überhaupt nichts spüren. Sei ganz ruhig. Na komm schon. Nemo, halt sie fest. Nein, nein, lasst mich. Nein. Nun hör mal, Julia. Nein. Was willst du? Sollen wir dich verbluten Nein, lassen? Nicht. Also halt still, ja? Nein. Ganz brav. Memo. Hast du etwas dagegen, wenn ich das mache? Ich will nicht. Ich habe Angst. Julia, jetzt hör mir mal gut zu. Die Lippen sind sehr empfindlich und stark durchblutet. Und um die Blutung zu stillen, müssen wir nähen, hm? Nein, 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 nein! Julia, shh. Wenn du nicht stillhältst, wirst du dein ganzes Leben lang eine schiefe Lippe behalten. Und wie willst du dann später deinen Freund küssen? Ich will keinen Freund, nein, ich will niemanden. Julia, Julia. Weißt du, warum ich diese Arbeit mache? Weil ich Kinder gern habe. Und wenn du mich dich nicht verarzten lässt, dann schicken sie mich hier weg. Also, einverstanden? Ganz ruhig. Ah, Dr. Magri, endlich. Der Chefarzt möchte Sie sofort sprechen. Na schön, ich bin in 15 Minuten bei Ihnen. So ist brav, Julia. Das haben Sie schon vor 10 Minuten gesagt. Nur noch ein paar Stiche. Sagen Sie, ich sei beschäftigt oder Sie hätten mich nicht gefunden. Ich soll den Chefarzt anlügen? Das ist nicht Ihr Ernst, Herr Doktor. Gehen Sie lieber hin. Montebovi tobt. Sie sollten endlich damit aufhören, auf den Nerven Ihres Kollegen herumzutrampeln. So, gleich haben wir es geschafft. Wie ist das eigentlich passiert? Sie ist mit den Rollschuhen hingefallen. Und wo hast du dir den Mund aufgeschlagen? Sie hat sich am Küchentisch gestoßen. Sind Sie sich sicher? Natürlich. Warum? Weil die Wunde so groß ist. Entschuldigen Sie, aber was soll diese Fragerei? Memo? Ja, Frau Doktor? Hol bitte die Rollschuhe aus dem Spielzimmer. Ja, in Ordnung. Sie haben sie verarztet. Was wollen Sie noch? Ich möchte wissen, wie das passiert ist. Wo sind wir denn hier? Im Krankenhaus oder auf dem Polizeirevier? Fragen über Fragen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Und Sie vermutlich auch nicht. Gehen wir, Liebling, komm. Na, komm schon. In 6 Tagen müssen die Fäden gezogen werden. Wissen Sie, was Spilo sagen würde? Ja? Bei so einer Mutter ist es besser, erst gar keine zu haben. So eine sollte man wirklich anzeigen. Na los, gehen wir. Wissen Sie, warum ich geblieben bin? Weil Sie mit mir über Dr. Magri sprechen wollten. Nicht nur. Ich wollte Ihnen auch sagen, dass ich mich freue, dass Sie zu uns zurückgekehrt sind.
Ihre Anwesenheit tut uns allen hier sehr gut. Sie haben der ganzen Station und natürlich den Kindern neuen Auftrieb gegeben. Danke. Das ist lieb von Ihnen. Außerdem wollte ich Ihnen sagen, dass... Ja, also, Dr. Magri, es geht mich zwar nichts an, aber ich fühle mich verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass er in den letzten Tagen sehr verschlossen und manchmal auch sehr gereizt war. Ich weiß. Es ist meine Schuld. Ich verstehe. Verzeihen Sie, ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich erwarte ein Kind, aber nicht von Paolo. Ja, Paolo weiß es. Ich habe mir oft vorgestellt, dass er der Vater wäre. Aber so ist es nicht. Das ist alles. Das tut mir leid. Die Wünsche der Menschen gehen selten in Erfüllung. Das hätte der liebe Gott wirklich besser einrichten sollen. Geh in den Kreissaal, ich mach das hier schon. Haben Sie Angela gesehen? Sie ist nach Hause gegangen. Sie war sehr müde. Eines habe ich im Leben gelernt. Es hat keinen Sinn, davon zu laufen. Und genau das hast du getan. Heute nennt er das Zeit zum Nachdenken. Aber es ist und bleibt dasselbe, nämlich Flucht. Und dann kommt man zurück. Entweder weil man meint, stark genug zu sein, oder weil man sich endgültig geschlagen gibt. Vor 2 Wochen habe ich ihn draußen am Tor angebunden gefunden. Willst du denn gar nichts essen? Erlauben Sie? Ja, danke. Angela, du darfst dich wirklich nicht so gehen lassen. Du trägst ein Kind in dir. Auch wenn du keinen Hunger hast, darfst du doch das Kind nicht vergessen. Ich weiß, es ist keine leichte Entscheidung. Ich verstehe deine Zweifel. Es würde mich wundern, wenn du keine hättest. Ja, sicher. Filippo ist wichtig. Ihr seid über 5 Jahre zusammen. Er liebt dich und ist der Vater deines Kindes. Angela. Das Wichtigste ist aber, was wir tief in unseren Herzen fühlen. Nur das zählt. Hör auf dein Herz. Tu, was es dir sagt. Ins Bett, Kinder. Es ist alles vorbereitet. Ja, Schwester, na, wir gehen gleich. Also... Hör mal, Spilo, was haben wir denn davon, wenn wir dir den Gefallen tun? Überhaupt nichts. Du willst doch im Krankenhaus bleiben, nicht wir. Genau, wir nehmen die Medikamente, weil wir gesund werden wollen. Und wieder nach Hause wollen. Kein Streik! Aber ich bin der Boss. Nur noch eine Woche, da musst du ja sowieso gehen. Eigentlich bist du ja schon entlassen. Jetzt bin ich der Boss hier. Du Spinner, gib nicht so an! Jetzt reicht's aber. Hörst du? Ich bin der Boss und hier wird nicht gestreikt. Einverstanden? Einverstanden. In Ordnung, Boss. Mistkerle! Und du hast so lange gebraucht, um mir das zu sagen. Filippo ist nun einmal der Vater meines Kindes. Er liebt mich. Und ich habe ihn auch sehr lieb. Naja, es ist vielleicht keine grenzenlose Leidenschaft. Aber er ist ein Mensch, den ich sehr schätze. Wir sind schon lange zusammen. Er hat mich nie um mehr gebeten, als ich ihm geben wollte oder konnte. Und er hat mir die Freiheit gelassen, auch meine eigenen Fehler zu machen. Wenn ich allein wäre, hätte ich wahrscheinlich anders entschieden. Aber es geht nicht nur um mich.
Mein Kind soll bei seinem Vater aufwachsen und eine richtige Familie haben. Ich sage doch gar nichts. Du hast dich entschieden. Du heiratest Filippo, wie es sich gehört. Ich danke dir für deine Offenheit. Hältst du mich für kindisch, wenn ich dir sage, dass ich weder auf deine Freundschaft noch auf unsere Gespräche verzichten kann? Hör auf mit dem Märchen von Freundschaft. Daran habe ich nie geglaubt. Nichts als Gerede, um nicht zuzugeben, dass es aus ist. Hör zu, Angela. Heirate Filippo und werde glücklich. Gemeinheit. Das ist so gemein. Spilo, was hast du? Ich glaube, ich habe eine Fliege ins Auge bekommen. Wirklich eine Fliege? Ich weiß nicht genau. Zeig mal her. Bedeutet diese kleine Fliege vielleicht, dass du nicht von ihr weg willst? Ich bin froh, wenn ich endlich hier weg bin. Mir gefällt das aber gar nicht. Es wird schon werden. Ciao, Mami. Ciao, Monster. Grüß Papa von mir. Okay. Ich rufe euch heute Abend an. Okay. Benimm dich anständig. Keine Sorge. Ciao. Ciao. Sieh mal hier. Ah, warte, ich habe auch eins. Ciao. 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 Danke. Angela! Serena, ciao! Wie geht's dir? Weiß Papa schon, dass du zurück bist? Ja, natürlich. Da wird er sich aber freuen. Weißt du, an wen er mich in letzter Zeit erinnert hat? An wen? An Tommy aus der dritten Reihe in meiner Klasse. Der sieht mich auch mit solchen Augen an. Oh. Genau wie Papa dich. Willst du damit sagen, dass er in dich verknallt ist? Na, und gefällt er dir auch? Naja, weißt du, ich tue einfach so. Dann lässt er mich immer die Matheaufgaben abschreiben. Frau Doktor! Frau Doktor! Telefon für Sie. Entschuldige mich, ich muss gehen. Wir sehen uns später. Ciao. Ciao. Legen Sie den Anruf für Frau Doktor hierher. Genau. Danke. Hallo? Hallo? Wer war's denn? Ich weiß es nicht. Hallo, wer ist da? Stimmt es wirklich, dass du alle Kinder gern hast? Wer bist du? Antworte erst. Ja, alle. Mich auch? Ja, sicher. Wer bist du? Und dann hat Mami noch gesagt, dass sie uns heute Abend anruft. Na komm, fahren wir. Guten Tag. Guten Tag. Erinnerst du dich an Tommy? Ist das der, der in Mathematik so gut ist? Ja, weißt du, ich habe beschlossen, nicht mit ihm zu gehen. Warum nicht? Gibt's einen anderen in deinem Leben? Nein, nur weil diese Geschichten sowieso immer schlecht ausgehen. Und außerdem... Außerdem?
Außerdem hat sein Vater auch so einen Schlitten. Und mir gefallen so große Autos nun mal nicht. Ciao. Angela! Guten Tag. Guten Tag. Das Mädchen von neulich ist gekommen, die Kleine mit dem Rollschuh. Sie will zu dir. Entschuldige, ein Notfall. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Schon gut, ich warte auf dich. Gehen wir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao, Julie. Ciao. Und wer ist das? Das ist mein Bruder. Er heißt Andrea. Und wo ist eure Mutter? Oder seid ihr etwa allein gekommen? Ja. Hast du mich vorhin angerufen? Ja, aus der Telefonzelle draußen. Und warum? Ich will, dass sie ihn gesund machen. Was hat er denn? Er kann nachts nicht schlafen. Er macht noch in die Hosen. Manchmal zittert er und übergibt sich. Und dann weint er. Gut, wir untersuchen ihn. Beppe, hilfst du mir? Na komm, Andrea. Und hoppala. Zieh ihm das Hemdchen hoch. Nein, nicht. Am Rücken tut ihm nichts weh. Darum geht's nicht. Ich muss die Lunge abhorchen. Die hat damit doch nichts zu tun. Das sagst du. Du bist ja schrecklich. Hör jetzt auf, ja? Hör mal, Julia, wie hat Andrea sich denn so wehgetan? Der Rücken tut ihm nicht weh. Bist du es gewesen und jetzt tut es dir leid? Nein, ich war es nicht. Ich hab ihn doch lieb. Also, Andrea, woher hast du die blauen Flecke? Na? Ich weiß nicht mehr. Ich muss mit deiner Mutter sprechen. Gibst du mir die Telefonnummer? Sie will nicht mit Ihnen reden. Und warum? Weil Sie meine Freundin sind. Gerade weil ich deine Freundin bin, muss ich etwas unternehmen. Komm, gib mir die Nummer. Nein, ich gebe sie Ihnen nicht. Ich weiß sie nicht. Julia, jetzt werde ich aber böse. Beppe, ruf die Polizei. Lassen Sie mich los! Sie sind nicht meine Freundin. Lassen Sie mich! Also lassen soll ich Sie nun mich gehen? Los! Soll ich die Polizei rufen? Ja, sicher. Nein. Nein, warten Sie. Warten Sie. Ich geb sie Ihnen. Ich geb sie Ihnen. Drei, vier, sieben, sieben, drei, null, acht. Verbinden Sie mich bitte mit 3477308. Danke. Hier ist 3477308. Sie hören den Anrufbeantworter der Kanzlei von Rechtsanwalt Gasparetti. Sie können nach dem Treiben eine Nachricht hinterlassen. Das Büro ist ab 15 Uhr wieder besetzt. Ah, Bruno, ciao. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Eigentlich nicht, was ist denn? Ich möchte, dass Sie sich einen Jungen anschauen. Es gibt da ein Problem. Ich gebe nur diese Untersuchungsergebnisse ab, dann komme ich nach. Magri ist wohl nicht da, was? Kein Wunder, er ist ja nie da, wenn man ihn braucht. Also, bis gleich. Wo sind Sie? Wer? Die beiden? Ja, wo sind Sie hingegangen?
Was weiß ich? Sie haben gesagt, sie wollten zu dir. Hast du sie nicht gesehen? Sind hier zwei Kinder vorbeigekommen? Das Mädchen hat ein Pflaster auf der Lippe. Nein, hier sind sie nicht vorbeigekommen. Nehmen Sie es nicht so schwer, Frau Doktor. Wenn Sie hierher gefunden haben, finden Sie auch wieder nach Hause. Weißt du, wo Sie sind? Nein. Warum ist das Mädchen, als ich ihr die Lippe genäht habe, hier nicht eingetragen worden? Das ist unmöglich. Sieh mal genauer nach. Julia, 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 Julia. Hier steht sie nicht. Stimmt, ich habe sie doch nicht eingetragen. Ich wollte es gerade, dann hat die Mutter sie wie eine Furie weggerissen. Erinnerst du dich? Mama, kann ich bald wieder nach Hause? Ja, mein Schatz. Bald, wenn du wieder nichts gesehen hast. Da bin ich. Was ist? Was hast du? Natürlich, sie hatten Angst. Und ich hab's nicht bemerkt. Wer hat Angst gehabt, Angela? Von wem sprichst du? Von zwei Kindern. Sie brauchen Hilfe und ich habe sie nur noch mehr eingeschüchtert. Diese Blutergüsse. Wie konnte ich nur so dumm sein? Lass uns fahren. Ja, natürlich. Gefällt es dir hier? Wo fließt denn das viele Wasser hin? Ins Meer. Und dann? Ich habe Hunger. Du darfst nicht daran denken. Ich habe auch Hunger. Ob Mama wohl traurig ist ohne mich? Ich sage, sie weint. Und was sagst du? Denkst du auch? Ich sage nein. Und selbst wenn sie weint, was interessiert uns das? Ich will wieder nach Hause. Ich will Mama sehen und Papa auch. Nicht weinen, Andrea. Komm, wir gehen nach Hause. Noch immer nichts? Keine Spur. Komm schneller, Andrea, es ist schon spät. Sie waren noch nie alleine weg, nicht mal 5 Minuten. Ich verstehe das wirklich nicht. Tja. Da sind Sie! Ich bin vor Angst fast gestorben. Wo kommt ihr denn jetzt her? Da kann man nichts machen, Signora. Ja, so sind Kinder nun mal. Mein Gott, ich warte seit Stunden auf euch. Papa ist schon oben. Was sollen wir ihm jetzt bloß sagen? Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Ich verstehe das wirklich nicht. Von dir schon gar nicht, Julia. Weißt du überhaupt, wie spät es ist? Ja, aber ich hab's nicht. Wo soll ich's hernehmen? Bezahle, sonst wird's böse enden. Sieh einer an. Um diese Zeit kommt ihr nach Hause? Wo wart ihr so lange? Wir waren spazieren. Wollt ihr mir nicht sagen, wo ihr gewesen seid, hä? Was ist in diesem Haus eigentlich los, hä? Ruhige dich, sie werden es uns bestimmt gleich sagen. Ah ja, ich bin ruhig, ganz ruhig, aus dem Weg. Ich bitte dich nicht. Also, jetzt lauft ihr auch noch von zu Hause weg, hä? Ich lass mir das von euch nicht länger bieten, also! Vielleicht sind Sie im Krankenhaus bei dieser Ärztin gewesen. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie ihre Freundin ist. Was, eine erwachsene Frau und noch dazu eine Ärztin? Bildest du dir ein, die ist mit einer dummen Gans wie dir befreundet? Wie oft soll ich dir noch sagen, dass deine Freundin in deinem Alter sein müssen? Aber natürlich, nicht mal die wollen dich. Ich weiß genau, was hier vor sich geht. Hier wartet man nur darauf, dass ich zur Tür rausgehe, damit ihr machen könnt, was ihr wollt. Das ist nicht wahr. Aber das muss aufhören. Damit ist Schluss. Und für dich gilt das ganz genauso. Wenn du nicht in der Lage bist, sie zu erziehen, verschwinde. Nicht mal als Mutter taugst du was. Schon gut, es reicht. Beruhige dich wieder. Hör auf. Ich bin ruhig. Ich bin ganz ruhig. Zum Teufel mit dir, zum Teufel mit euch. Zum Teufel mit der Welt. Ich werde es euch allen zeigen. Hol euch der Teufel, ihr seid euch alle einig, alle. Ihr habt euch alle abgesprochen, mich zum Wahnsinn zu treiben. Ihr seid euch alle einig, alle, um mich zum Wahnsinn zu treiben.
Wein doch nicht. Ah, Paolo. Ja? Ich erwarte dich in 10 Minuten in meinem Büro. Ja, ich komme. Sag mal, weißt du, worum es geht? Er kürzt ihm das Gehalt. Weil er nichts mehr zu Wege bringt, seit die Mancinelli zurück ist. Danke, Renata. Ich danke Ihnen. Ach, mach doch nicht so ein Gesicht. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Als die Mancinelli mit all ihren Titeln und Veröffentlichungen ankam und dir den Posten weggenommen hat, war mir deine Reaktion sehr unangenehm. Du weißt ja, wie ich bin. Schmutzige Wäsche wasche ich lieber in den eigenen 4 Wänden. Aber das bedeutet nicht, dass ich dir gegenüber keine Schuldgefühle hatte. Ich verstehe nicht ganz. So viel zur Vorrede. Kommen wir jetzt zur Sache. Ich habe dir bisher nichts davon gesagt, um dir keine falschen Hoffnungen zu machen. Aber seit einer halben Stunde habe ich die offizielle Bestätigung. In der Kinderklinik von Genua erwartet dich der Posten des Oberarztes. In Genua? Eines der besten Krankenhäuser. Ein paar Jährchen und du wirst mit Sicherheit mit einer Erfahrung zurückkommen, die dir ein... Paolo. Ja, ja, ich hab verstanden, Genua. Ja, aber sag doch wenigstens etwas dazu. Ich muss erst mit meiner Tochter reden. Es ist nicht leicht, so eine Entscheidung sofort zu treffen. Ich muss es mir überlegen. Tja, überleg es dir. Du hast 10 Tage Zeit. Das ist eine willkommene Gelegenheit. In doppelter Hinsicht. Erstens für deine Karriere und zweitens, um die Geschichte mit Angela zu beenden. Ist doch so. Ich weiß nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Komm, Paolo, mach mir nichts vor. Ich kenne dich doch. Du hast dich schon entschieden. Na ja, vielleicht. Aber erst muss ich mit Serena darüber reden. Hör mal, Beppe. Hm? Angenommen, ich hätte mich noch nicht entschieden, ja? Was würdest du mir raten? Von Freund zu Freund? Hm? Naja, wenn du hier weggehst, gib man mir vielleicht eine Stelle. Und du überlässt mir deine Wohnung. Vielleicht wirst du später Chefarzt und für mich besteht die Hoffnung, dein Stellvertreter zu werden. Paolo. Geh nicht. Clara! Was machst du denn hier? Mein Dienstplan wurde geändert und darum... Ah, verstehe. Wenn ich das gewusst hätte. Mama! Papa! Hallo, mein Liebling! Ciao! Aber dann kann ich ja zum Friseur gehen, wenn du jetzt da bist. Ja, geh ruhig. Willst du heute Abend bei Papa schlafen? Mhm. Mhm, gut, dann geh ich. Ciao! Ciao! Ciao. Und danke, hä? Ihre Haare sehen aber noch ganz ordentlich aus, oder? Ach, übrigens, Serena. Wo ist denn Tommy? Welcher ist es? Zeigst du ihn mir? Tommy? Nein, ich hab dir doch gesagt, dass es aus ist. Hör mal, Papa, warum hast du mich eigentlich abgeholt? Jetzt gehen wir erstmal essen. Und dann reden wir darüber, hm? Eine Woche komme ich nach Rom und eine du nach Genua. Oder besser, 2 Wochen ich und eine du. Das erscheint mir gerechter.
dann gibt's ja auch noch den Sommer. Dann gehen wir zusammen baden, ja? Das Meer ist wunderbar da. Serena, ich rede mit dir. Ja, ja, ich habe verstanden. Ich will in den Vergnügungspark gehen, ins Hexenschloss. Ich glaube, es ist eine gute Chance für meine Karriere. In 2 Jahren, vielleicht auch früher, werde ich zurückkommen und mich um den Chefarztposten bewerben. Das ist wichtig, natürlich. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Und wo soll ich Mama lassen? Hör zu, Papa, wenn du dich sowieso schon entschieden hast, warum erzählst du mir das dann alles überhaupt noch? Nein, ich versuche, die Entscheidung mit dir zusammenzutreffen, klar? Gar nicht. Ich glaube, du willst mich nur überreden. In Ordnung. Genua ist wunderschön, das Meer ist wunderschön und die Arbeit ist wunderschön. Bist du jetzt zufrieden? Wo gehst du hin? Ich will mein Naturkundebuch holen. Vorsichtig, geh langsam. Angela? Ja, ich bin's. Wer spricht da? Julia, bist du es? Hier ist Serena. Ah, Serena, du hast mich vielleicht erschreckt. Was gibt's denn? Du musst mir helfen. Papa will nach Genua gehen. Nach Genua? Was will er denn in Genua? Er sagt, er will da arbeiten. 2 Jahre lang. Das Krankenhaus ist, Ich kann's mir denken. Die Kinderklinik. Ja, genau die. Wir müssen das verhindern. Ich weiß, dass ihr Streit hattet. Und ich habe das Gefühl, dass er nur deswegen weggeht. Aber wenn du mit ihm redest und dich wieder mit ihm verträgst, wird er es sich vielleicht nochmal überlegen. Also, hilfst du mir? Angela, bist du noch dran? Ja. Ich werde es versuchen. Danke. Danke, Schatz. Ciao. Ciao. Ich glaube, wir machen es am besten hier. Nimm. So müsste es doch funktionieren, oder? Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Hör mal, du bist doch der Experte. Aber ich hab's mir doch nicht mit Absicht gebrochen. Na schön, jetzt mach endlich. Einen kräftigen Schlag und fertig. Du bist ja verrückt. Verrückt? Dafür kriege ich 40 Tage einen Gips und 40 Tage zur Erholung. Jetzt mach schon. Du musst genau hier treffen. Aber schlag nicht zu stark.
Ich trau mich nicht. Beeil dich, ich mach mir gleich in die Hose. Ich schaff's nicht. Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. Was machst du? Wo willst du denn hin? Komm her, du Feigling! Und sowas will der neue Boss sein. Noch so eine Dummheit und ich breche dir das Bein, aber richtig. Sie benachrichtigen die Sozialfürsorge, dass Spilo nächste Woche wieder ins Heim zurückkommt. Und du wirst endlich begreifen, ein für alle Mal, dass wir dich nicht mehr hier behalten können. Sag mal, was ist eigentlich in dich gefahren? Du hättest dich fürs ganze Leben unglücklich machen können. Wieso? Das bin ich doch schon. Naja, ein bisschen unglücklich sind wir alle. Du nicht, du hast Paolo. Du bist doch auch seinetwegen wieder hier, oder? Stimmt was nicht? Was gibt's? Ich habe gehört, du willst uns verlassen. Aus freien Stücken oder Flucht? Jetzt fang du nicht auch noch an. Ich weiß noch nicht mal, was ich in 10 Minuten tun werde. Habt ihr denn alle bereits für mich entschieden? Wie auch immer. Wenn du darüber reden möchtest, stehe ich gern zur Verfügung. Okay? Ja. Auf jeden Fall möchte ich dich vorher noch sehen. In Ordnung? Ciao. 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 Wir sehen uns noch. Reden wir neuerdings nicht mehr miteinander? Vielleicht haben wir uns nichts zu sagen. Wenn ich dir aber was zu sagen hätte, was würdest du von einer Einladung zum Abendessen halten? Um auch mit Filippo Freundschaft zu schließen? Nein, danke. Nein, ohne ihn. Und worüber sollten wir reden? Schuldgefühle. Nicht nötig, absolut nicht nötig. Sagen wir mal so, ich möchte von dir wissen, warum du nach Genua gehst. Bitte, ich muss mit dir reden. Einverstanden. Schreiten wir zum letzten Abend mal. Wann? Heute Abend? Oh Gott, DB3. Immer wenn ich diese infizierte Wunde sehe, wird mir schlecht. Schon verstanden. Ich übernehme die Behandlung. Danke. Hey, aber nicht, dass du mir mit deiner Geschichte vom ewigen Übel werden was vormachst, um alles meiner Wenigkeit zuzuschieben. Aber du hast doch selbst gesagt, dass ich mutiger werde. Ja, mutiger, mich übers Ohr zu hauen. Doktor? Memo. Ich gehe schon mal, ja? Ich muss heute Nachtdienst machen. Kannst du nicht auch die Nachtschicht übernehmen? Das sagst du mir jetzt erst. Paolo hat mich eben erst gefragt. Er hat eine Laune, dass ich nicht Nein sagen konnte. Das ist eure Sache, aber ich... Nein, ich weiß nicht, ob ich bleibe. Und wieso? Das weißt du ganz genau. Du hast doch nicht etwa Angst, mit mir allein zu sein. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass du es versuchst. Bitte bleib doch. Ach, Susanna, bleib doch. Mach den Doktor glücklich. Sonst wird er krank und wir müssen ihn auch noch pflegen. Ich erwarte dich jedenfalls auf DB3, damit du zumindest siehst, wie man es macht sonst. Sonst? Sonst ist dein Abgang fällig. Hä? Na los. Nein, mach dir keine Sorgen. Hör nicht auf ihn. Schließlich bin ich ja noch da. Angela? Angela, da ist ein Anruf für dich. Er scheint dringend zu sein. Du kannst ihn hier annehmen. Augenblick. Ich warte im Wagen auf dich, ja? Ciao, Beppe. Ciao, Paolo. Hallo? Moment. Hallo? Du musst Andrea helfen. Julia, bist du's?
Jetzt hat er es auf Andrea abgesehen. Komm schnell, bitte. Ist deine Mutter zu Hause? Wenn ich nicht von der Stelle bleib, Julia, sag ich dir. Julia. Jetzt zeige ich es dir. Du kannst was erleben. Julia. Sofort. Nein, Papa, nicht, nein. Wem telefonierst du da? Nein, bitte nicht, nein, nicht, Papa. Lass ihn. Julia, um Himmels Willen, was passiert da? Antworte. Ja. Nicht, Papa. So, ich werde es dir zeigen. Mit wem hast du zu reden? Hör auf, Papa. Papa, hör doch auf. Bitte. Los. Es war Julia, das Mädchen, das sich an der Lippe verletzt hat. Sie ist in Gefahr. Was soll das heißen? Ich könnte mich ohrfeigen. Sie bitten mich um Hilfe und ich weiß nicht mal, wo Sie wohnen. Ich hätte wissen müssen, dass sie mir eine falsche Nummer gibt. Merkst du denn immer noch nicht, wenn ein Kind dich belügt? Aber sie hat die Nummer so sicher und ohne Zögern gesagt. Dann hat sie vielleicht nur die letzte Zahl geändert. Sie wollte dir die richtige Nummer geben und hat es dann aus Angst doch nicht getan. Ja, bitte. Die Herrschaften sind ausgegangen. Rufen Sie bitte später wieder an. Ja, hallo. Wer ist da? Hallo. Auskunft. Ich hätte gern die Adresse des Teilnehmers 3477304. Ich habe sie gefunden, den Namen und die Adresse. Fahren wir? Und das Essen und deine Schuldgefühle? Willst du, dass sie noch größer werden? Hier ist es. Zu wem wollen Sie? Wir sind Ärzte aus der Kinderklinik und würden... Frau Doktor. Ah, Signora. Guten Abend. Ah. Sie sind also die berühmte Ärztin, hm? Hören Sie. Lassen Sie meine Familie in Ruhe. Nein, Augenblick. Warten Sie. Sie hat niemand eingeladen. Sie sind hier nicht erwünscht, also verschwinden Sie. Hören Sie, wir sind hier, weil uns das Gesundheitsamt geschickt hat, um nachzusehen, wie es Ihrer Tochter geht. Die Fäden hätten gezogen werden müssen und sie hat es noch nicht machen lassen. Nichts als Geschwätz. Ich lasse Sie hier nicht rein. Verschwinden Sie. Gut, wie Sie wollen. Aber erst müssen Sie mir eine Bestätigung unterschreiben, dass Sie uns nicht gestatten, das Mädchen zu sehen. Und dass Sie die volle Verantwortung übernehmen. Treiben Sie es nicht zu weit, sonst verliere ich die Geduld. Ich will mir die Kinder ansehen. Und ich werde nicht gehen, bevor ich es nicht getan habe. Merken Sie denn nicht, dass Sie die Situation dadurch nur noch verschlimmern? Das können Sie doch nicht wollen. Sie können doch nicht... Sei jetzt still, hörst du? Sei still, sag ich. Ja.
Sie wollen sich die Kinder ansehen? Na schön. Meinetwegen sehen Sie sich die Kinder jetzt an. Aber danach gehen Sie. Und zwar schnell. Bitte. Wir helfen euch, verlasst euch darauf. Sind Sie jetzt zufrieden? Raus hier! Denken Sie daran, dem Mädchen die Fäden ziehen zu lassen. Ja. Ja, in Ordnung. Ich gehe morgen bei der Ambulanz vorbei und lasse die Fäden ziehen. Weine nicht. Glaub mir, es wird alles wieder gut. Das ist ihre Schuld. Sie ist schuld daran. Nein. Sie ist es gewesen. Sie hat sie angerufen. Nein. Sie ist es gewesen. Nicht! Nein, warte, das darfst du nicht tun. Geh aus dem Weg. Wenn du das tust, gehe ich mit ihnen weg und du siehst sie nie wieder. Hier kommst du nicht rein! Nur über meine Leiche! Den ich gesehen habe. Die Blutergüsse auf Andreas Rücken wurden wahrscheinlich durch die Schnalle verursacht. Was willst du jetzt machen? Sofort ein Telefon suchen. Und dann? Die Polizei rufen. Die einzige Möglichkeit, ihnen zu helfen, ist, die Polizei zu rufen. Nein, nicht die Polizei! Julia, Andrea, wie kommt ihr denn hierher? Wir sind da von unserem Balkon runtergesprungen. Woher wusstet ihr, dass das unser Wagen ist? Ich habe ihn erkannt. An dem Ärztekreuz da. Und jetzt? Fahren wir. Ist es besser? Es ist weder besser noch schlechter als woanders. Wir machen in jedem Fall einen Fehler. Und wenn schon. Du hast gesagt, das Krankenhaus scheidet aus. Das Naheliegendste ist also, sie mit zu mir zu nehmen. Hilf mir bitte, ihn reinzutragen. Na komm. Du weißt von nichts. Und warum? Ich kenne dich. Du würdest für die Folgen alleine einstehen. Geh nach Hause, ruf nur die Mutter an und sag ihr, dass die Kinder bei uns sind. Nimmst du die bitte? Ja, gern. Ich möchte mit dir reden, bevor du dich für Genua entscheidest. Bitte überstürz nichts. In Ordnung. Gute Nacht. Thank you.
Hast du mich erschreckt? Was machst du hier? Naja, weißt du, die Mama ist heute Abend doch ausgegangen. Mhm. Aber ich habe es dir nicht gesagt, um dir nicht den Abend zu verderben. Tja, es war nicht gerade ein berauschender Abend. Wo bist du gewesen? Ich habe zwei Kinder zu Hause besucht. Hallo? Hier ist Paolo Magri, der Arzt-Signora. Ah ja, Herr Doktor. Ist Ihr Mann in der Nähe? Nein, er schläft schon. Gut, hören Sie mir jetzt genau zu. Andrea und Giulia sind bei uns. Wie ist denn das möglich? Sie sind weggelaufen. Aber was reden Sie denn da? Sagen Sie Ihrem Mann nichts. Und tun Sie so, als wäre nichts geschehen, bis morgen früh. Und machen Sie sich vor allem keine Sorgen. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Verhalten Sie sich so, dass Ihr Mann nichts merkt. Gut, in Ordnung. Ich hab verstanden. Auf Wiedersehen. Serena, versprich mir, dass du niemals auf die Idee kommst, Ärztin zu werden. Aber bist du denn nicht mit Angela essen gewesen? Nein. Sag mal, wie kommst du eigentlich darauf? Habt ihr denn gar nicht miteinander geredet? Serena, was hast du da wieder angestellt, hä? Du hast mit Angela gesprochen, stimmt's? Was hast du ihr gesagt? Dass ich nicht will, dass du nach Genua gehst. Na komm, hör auf zu weinen. Ich glaube, diesmal hat Papa wirklich recht, wenn er uns verprügelt. Er sagt immer, dass wir noch viel zu wenig Prügel kriegen. Versucht eure Mutter nicht, euch zu helfen? Sie will uns ja helfen, aber sie kann doch nichts machen. Und wenn, dann verprügelt er sie. Manchmal lässt sie sich absichtlich schlagen, um uns zu schützen. Mir macht es nichts aus, wenn Papa mich verhaut. Ich bin dran gewöhnt. Aber Andrea nicht. Er hat Papa lieb. Aber Papa sagt ihm immer, dass er nicht wollte, dass er geboren wird. Ich habe ihm gesagt, er soll es ihm nicht glauben. Früher war er nicht so. Ich erinnere mich noch an Papa, als er ganz lieb war. Warum glaubst du, verhält er sich so? Er glaubt, es ist unsere Schuld, dass er die alte Arbeit aufgegeben hat, um sich selbstständig zu machen. Jetzt arbeitet er, um das Geld an die zurückzuzahlen, die es ihm geliehen haben. Einmal haben sie ihn sogar geschlagen. Manchmal schläft er 3 Tage lang nicht und arbeitet nur. Siehst du, er ist in Schwierigkeiten. Aber früher war er so lieb. Er ist immer mit uns in den Zoo gegangen und in den Zirkus. Er ist jetzt nur so, weil er große Probleme hat. Ich bin sicher, dass er euch noch immer liebt. Und jetzt versuch ein wenig zu schlafen. Versprichst du mir, dass du nicht schläfst und niemanden reinlässt? Ja, mein Schatz. Ich verspreche es dir. Lass das, Beppe. Kannst du nicht endlich mal damit aufhören? Ich will dich doch nur fühlen. Dich umarmen, als würdest du mir gehören. Hör auf, den Trottel zu spielen. Du hast ganz recht. Ich bin ein Trottel. Ich bin schlimmer als ein Trottel. Ich bin verrückt. Verrückt nach dir. Wirst du das endlich begreifen? Ja, das sagt dir alle. Alle wer? Naja, um ehrlich zu sein, Montebovi hat mir noch nie was gesagt. Aha. Jedenfalls weiß ich, ihr wollt alle nur das eine. Ich nicht.
Ich meine es ernst mit dir. Es ist nicht zu fassen, jedes Mal dasselbe. Du bist wirklich verrückt. Ich mein's ernst. Ich schwöre es dir. Wenn du willst, komme ich zu dir nach Hause. Ich spreche mit deinen Eltern und halte um deine Hand an. Was ist los? Schön, schön. Soll ich euch mal den Chefarzt vormachen, wenn er was davon erfährt? Was willst du? Ein Monat. Eine Krankheit für einen Monat. Spilo, soll das eine Erpressung sein? Ich gebe dir sogar Rabatt. Was ich gesehen habe, ist eigentlich eine unheilbare Krankheit wert. Oh. Aua! Und jetzt hör gut zu, du Knirps. Solange du bei den Kleinen den Boss spielst, ist das in Ordnung. Aber wag es nicht, dein Lästermaul aufzumachen und versuch erst gar nicht, dich mit uns anzulegen. Sonst sorge ich dafür, dass du morgen vor die Tür gesetzt wirst. Vergiss deine kleinen Diebstähle in der Vorratskammer nicht. Oder das Rezept, das du gefälscht hast. Tut mir weh! Oder dass du dich in meinem Mädchenbadezimmer versteckst. Na? Na? Verschwinde. Verschwinde. Und lass den Doktor in Ruhe. Verstanden? Wo waren wir stehen geblieben? Tja, wir sprachen gerade von Mama, Papa, Wohnung. Angela, ist heute Nacht noch etwas passiert? Gab's Probleme? Komplikationen? Warum? Du siehst mitgenommen aus. Geht's dir nicht gut? Nein, ich bin nur müde. Ciao. 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 Die Situation ist komplizierter, als wir dachten. Was willst du damit sagen? Die Kinder lieben ihren Vater und geben ihm keine Schuld. Warum? Was haben sie dir gesagt? Dass sie einen Vater lieben, der sie misshandelt. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn anzuzeigen. Ich hab's vergessen. Bist du dir sicher, dass das die beste Lösung ist? Natürlich. Es gibt Leute, die geeigneter sind, als wir, sich darum zu kümmern. Es ist weder für dich gut noch für dein Kind. Glaub mir. Gehen wir. Kommt mit. Ich hab Angst. Meinst du, es tut weh, die Fäden ziehen zu lassen? Nein, du wirst es überhaupt nicht merken. Es handelt sich um den Vater dieser beiden Kinder. Was habt ihr vor? Warum spricht ihr mit dem Polizisten? Wollt ihr meinen Papa ins Gefängnis bringen? Aber nein, beruhige dich. Du sagst mir nicht die Wahrheit. Du bist nicht meine Freundin. Lass mich. Du bist böse. Geh weg. Nein. Julia, Julia. Wir wollen euch doch nur helfen. Dein Vater darf euch nicht so behandeln. Wenn du meine Freundin bist, sag nichts der Polizei. Ich hab ihn doch gern. Und wenn er ins Gefängnis kommt, können wir ihn nicht mehr sehen. So, als würde er tot sein. Weine nicht. Ich werde tun, was ich kann. Aber jetzt beruhige dich. Hm? Ihr geht jetzt beide mit Schwester Platania, ja? Na komm. Wir lassen die Fäden ziehen und dann nehme ich euch beide wieder mit und mache euch einen schönen Kakao. Einen so guten, wie ihr noch nie getrunken habt. Und dazu gibt es Kekse. Wir können ihn nicht anzeigen. Erst müssen wir versuchen, mit ihm zu sprechen. Hattest du den Eindruck, man könnte mit ihm reden? Wir müssen es wenigstens versuchen. Diese Kinder haben ihren Vater sehr gern und sie wollen ihm helfen. Einverstanden. Ich gehe. Wir gehen. Nein, du bleibst hier. Du musst dich ausruhen. Ich habe es Julia versprochen und ich will sie nicht enttäuschen.
Signora, Sie können ganz beruhigt sein. Die Kinder sind außer Gefahr. Im Krankenhaus sind sie in Sicherheit. Aber ich muss unbedingt mit Ihrem Mann sprechen. Es ist unumgänglich. Früher war er nicht so. Ich weiß, dass er nicht böse ist. Er war ein liebevoller Mensch. Doch seit er sich selbstständig gemacht hat, die Schulden für die Maschinen, die Halsabschneider, der Lohn für die Arbeiter. Sie haben ihm schon den Gerichtsvollzieher geschickt. Nein, er schafft's nicht. Er kommt da einfach nicht mehr raus. Es geht ihm schlecht und manchmal weiß er nicht mehr, was er tut. Die Baustelle ist am Kilometerstand 14 auf der Via Momentana. Sie können es gar nicht verfehlen. Gleich nach dem Autobahnring. Gut, dann versuchen wir es. Wir sehen uns später. Gehen Sie ruhig zu Ihren Kindern ins Krankenhaus und warten Sie dort. Bringen Sie ihnen was zum Anziehen mit. Sie sind noch im Schlafanzug. Ich bin Ihnen jedenfalls sehr dankbar. Ja, das ist er. Na schön, sieh dir das später an. Aber jetzt beeil dich, es gibt viel zu tun, ja? Hier. Ciao. Ciao, auf Wiedersehen. Wir müssen mit Ihnen reden. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich habe keine Zeit zu vergeuden. Nein, ich werde diesmal nicht gehen. Ach, Sie gehen also nicht, ja? Nein. Na schön, wir werden gleich sehen, ob Sie gehen. Was soll das? Was haben Sie vor? Ich werde Ihnen sofort zeigen, was ich vorhabe. Jetzt werden wir ja sehen, ob Sie gehen oder nicht. Der ist wohl verrückt geworden. Verschwinden wir! Schnell! Steig ein! Steig aus! Alles in Ordnung? Ja, keine Sorge, es ist nichts. Haben Sie jetzt kapiert, dass Sie abhauen sollen, hä? Sie lösen immer alle Probleme so, stimmt's? Ja, ich löse alle Probleme so, also machen Sie, dass Sie wegkommen, hä? Verstanden? Wenn Sie nicht sofort verschwinden, schlage ich Sie zusammen, kapiert? Schluss jetzt! Hören Sie auf! Wir wollen nur mit Ihnen reden. Na schön, was wollen Sie? Aber schnell, ich habe zu tun. Julia hat uns alles gesagt. Wir sind entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen. Was haben Sie den Kindern in den Kopf gesetzt, hä? Was sind Sie nur für ein Vater? Die Kinder werden von Ihnen misshandelt. Begreifen Sie nicht, dass jedes x-beliebige Gericht Sie ihn wegnehmen kann? Ihre Tochter hätte ein Recht darauf, ihrem Alter entsprechend zu leben. Stattdessen ist sie ständig in Angst um ihren kleinen Bruder und will ihn beschützen, weil sie Angst vor ihnen haben. Was wollen Sie denn von mir? Was soll das Gerede? Und Ihr Sohn?
Sie wissen ja gar nicht, wie sehr Ihr Sohn Sie liebt und an Ihnen hängt. Was wollen Sie denn? Lassen Sie mich doch in Ruhe, bitte. Wir wissen alles. Von den Schulden, von den Wucherern und vom Gerichtsvollzieher. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe alles falsch gemacht. Ich hätte einfacher Vermessungstechniker bleiben sollen, ich weiß. Ich habe oft versucht, mich zu ändern, aber es ist nicht zu machen. Ich schaff's einfach nicht. Ich kann es nicht. Ich begreife nichts mehr. Ich habe das Gefühl, verrückt zu werden. Und wenn das passiert, scheinen meine Hände mir nicht mehr zu gehören. Ich hasse mich dafür. Und ich erkenne nicht mal mehr ihre Gesichter. Weil ich nicht mehr ich bin, verstehen Sie? Ich bin nicht mehr ich. Haben Sie mich schon angezeigt? Wir wollten es eigentlich, aber Julia hat uns daran gehindert. Es sind zwei wunderbare Kinder. Sie dürfen keinesfalls so weiterleben. Sie müssen sich behandeln lassen. Und wir können Ihnen helfen. Wir haben nichts weiter dazu zu sagen. Jetzt liegt es an Ihnen. Kommen Sie! Da sind Sie. Bist du gar nicht wütend? Ein bisschen. Er musste zu früh erwachsen werden. Hast du gesehen, mir wurden die Fäden gezogen. Es hat gar nicht wehgetan. Du bist wunderschön. Kommt her zu Papa, kommt her. Du meine Güte, seid ihr schwer. Wie es scheint, ist alles gut gegangen.
Bist du müde? Mhm. Du solltest dich jetzt ausruhen. Es gibt noch ein Problem. Dann sag's mir. Geh nur. Nein, es reicht für heute. Du gehst nach Hause und lässt dich hier bis morgen früh nicht mehr blicken. Papa, Papa, gehen wir in den Zoo? Aber zuerst gehen wir in Eis. Ja, ja. Ach was, nein, jetzt gehen wir erst mal nach Hause. Ich habe heute keine Zeit zu verlieren. Klar? Verschwinde los. Oh, sag mal, geht's dir nicht gut? Schön wär's. Dann würden sie mich hier nämlich nicht wegschicken. Also, falls du gekommen bist, um mich um Hilfe zu bitten, hast du Pech gehabt, Spilo, denn wenn ich irgendeinen Zauber für dich veranstalte, jagen sie mich auch noch weg, kapiert? Entschuldige, aber hast du eine Frau? Wie? Was ist denn das für eine Frage, hä? Ah, verstehe, du hast keine. Ich hab keine, natürlich hab ich eine. Ich hab sie aber nie gesehen. Bildest du dir ein, ich würde mit einer von hier was anfangen, damit mich alle auf den Arm nehmen, hä? Ich will hier im Krankenhaus klare Verhältnisse haben. Verstehe, du kannst mir nicht helfen. Sag mal, wolltest du etwa wissen, ob ich eine ernste Beziehung habe, um dich von mir adoptieren zu lassen? Hä? Ach, Spilo, ich mag dich sehr gern, weißt du. Aber sieh mich doch mal an. Glaubst du, sie würden dich einem wie mir geben? Spilo, eins, zwei, drei Schokoriegel, wenn du mir hilfst. Hm? Hältst du die Blumen? Ich hol nur eine Vase. Jetzt können wir gehen. Komm bald wieder, hörst du? So, Spilo. Jetzt werden wir diese Blumen vor die Mutter Gottes stellen. Das wird sie sehr freuen. Stell sie dahin, aber sei vorsichtig. Meinst du, die werden ihr gefallen? Die stinken ja. Nein, lass uns ein Gebet sprechen. Ich habe verstanden. Und welches? Welches du willst. Heilige Mutter. Entschuldige, aber die stinken wirklich. Spilo. Also? Ich höre, was hat er sich diesmal wieder ausgedacht? Er hat 39,2. Was, 39,2? Das Fieber kam ganz plötzlich. Vermutlich eine allergische Reaktion. Setz dich bitte mal hin. Es ist ein bisschen kalt. Tief durchatmen. Und nochmal. Asthmatische Komplikationen. Sorg dafür, dass sämtliche Allergietests durchgeführt werden. Natürlich. 20 Tage. Tja, da ist nichts zu machen. Mindestens nochmal 20 Tage. Bitte. Wie hast du das gemacht? Komm schon, mir kannst du es doch sagen. Na los. Du bist mir ein schöner Arzt. Ohne die Mutter Gottes hätte ich nie gemerkt, dass ich auf Blumen allergisch bin.
Du bist vielleicht ein Gauner. Hallo? Ja, ja, Augenblick, ich suche ihn. Ah, da kommt er gerade. Warten Sie, bleiben Sie am Apparat. Dr. Magri? Ja? Sie werden am Telefon verlangt. Es scheint dringend zu sein. Schon. Ich komme gleich nach. Gut, Herr Doktor. Wer ist es? Ich. Ja, bitte? Dr. Magri, ich bin's, Philipp. Ach, Sie wünschen? Kommen Sie sofort. Angela geht es nicht gut. Sie hat eine Blutung. Sie wird gerade in die Klinik gebracht. Sie hat nach Ihnen verlangt. Bitte kommen Sie. Ja, ja. Selbstverständlich. Ich komme sofort. Mein Kind? Sei ganz ruhig. Sie werden ihr Möglichstes tun. Ich verliere es. Ich verliere es. Hilf mir. Versuch dich zu beruhigen. Ich verliere mein Kind. Gib mir deine Hand. Ich kenne den Chirurgen, er ist hervorragend. Bitte, Paolo, egal was passiert, bleib bei mir. Geh nicht weg. Ich brauche dich. Angela, es ist Zeit, wir müssen gehen. Es tut mir leid. Es war nichts mehr zu machen. Es war schon zu spät für das Kind. Die Blutung war sehr stark. Wir haben auch um Angela Angst gehabt. Aber sie hat's geschafft. Es geht ihr gut. Ist der Eingriff beendet? Sind Sie fertig? Ja. Ich dachte mir, Sie sollten wissen, dass für Angela keine Gefahr mehr besteht. Es war leider nur ein Traum. Nicht die Wirklichkeit. Es ist ein Traum, den Sie wiederhaben können. Ja, mag sein. Doch ich kenne Angela ziemlich gut. Durch diese Erfahrung wird sich für Sie vieles ändern. Ich rufe im Krankenhaus an und dann fahre ich. Nein, bleiben Sie. Sie wird sich freuen, Sie zu sehen. Es ist besser, wenn Sie alleine bleiben.
Angela versteht das. Danke. Auf Wiedersehen. Danke, Paolo.